Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zoo 2 Animal Park. So, dann klicken wir doch mal hier und gucken, es hat mal wieder nicht geklappt. Ich versuche ja hier die Hasen gefleckt zu züchten, aber nun ja, die lassen sich etwas Zeit. Wir begeben uns aber heute, nachdem ich hier so ein paar Tornröhrchen eingesammelt habe, nach, beziehungsweise in den Kujali-Park. Warte mal, meine Wölfe, wo sind meine Wölfe? Da sind meine Wölfe. Ah, die brauchen noch eine Weile, okay. Dann können wir die noch vor sich hin züchten lassen, ne? Lassen wir die einfach mal in Ruhe. Ach komm, wir drehen hier mal. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemeinsam gemacht. Und ein Hase. Yay. Nun gut, ja, ne? So ist das eben. Gut, Kujali Park. Das war das Ziel des heutigen Tages. Da düsen wir hin, denn wir haben, oder ich habe dort noch eine Quest zu erledigen und schon mal wieder ein bisschen Geld investiert hier, ein bisschen Kleinigkeiten freigeräumt. Ja, aber das ist wirklich nicht viel. Mal gucken wir mal, hat das diesmal gereicht? Jawohl, da müssen wir noch ran, da müssen wir noch ran. Oh Mann, das wird immer teurer hier, meine Güte. Hier reparieren wir mal. Ja, dass wir das hier auch schick haben mal wieder. Oh je, oh je, oh je. Sehr gut. So, dann ist ja immer so das Ziel hier, so nach und nach das Ganze zu ersetzen mit diesen Mosaikwegen, ne? Das mache ich aber wirklich so peu à peu. Immer wenn ich hier Platz brauche, dann baue ich das ab. Und dann gucken wir mal, was wir da so über die Zeit zusammenkriegen, ne? Gut, sehr schön. So, worum soll es heute gehen? Heute geht es erstmal um meine super tolle Questreihe. Ich soll nämlich einen Wollkopfgeier kaufen. Und das können wir doch glatt mal machen. Denn da hatten wir uns ja drüber gefreut, dass es da den für Münzen gibt. So, 150 Tierarten habe ich im Zoo. Die Artenlegende. Na guck mal einer an. Okay, dann brauchen wir, haben wir irgendwas auf Vorrat davon? Oh ja, guck mal, das ist doch mal eine nette Sache, das platzieren wir einfach mal. Das werden wir nicht auf Vorrat haben. Haben wir einen Trog? Ja, einen Trog. Warte mal, den platzieren wir mal hier ganz kurz ins Eck. Und dann brauchen wir den Spielteich Savanne. Da geht es wieder los, klicken wir uns mal wieder durch die Puzzleteile. Aber gut, muss halt sein, ne? Immer in der Hoffnung, dass ich es nicht übersehe. Da ist er. Oh, können wir den vollenden? Ja, guck, das funktioniert. Dann platzieren wir den doch mal vielleicht so rum hier rein. Das ist gut. Aber wieso? Achso, jetzt muss ich eine neue Wasserstelle platzieren? Warum denn das? Oh, jetzt geht das wieder los. Na, okay, ja, dann versuchen wir mal unser Glück, ob wir hier noch was vervollständigen können. Spielteich und Trog, also nicht Spielteich, Wasserstelle und Trog vollenden. Okay, haben wir noch einen Trog? Oh ja, haben wir. So, dann müssen wir der Gerät wegmachen und der Gerät auch. Und dann hoffe ich doch mal, dass er mir jetzt den neuen hier hinsetzt. Ja, das macht er. Und die neue Wasserstelle macht er auch. Sehr schön. Ich finde es fantastisch, wie du dich für unseren gefiederten Freund eingesetzt hast. Ja, ich bin richtig neidisch. So einen Wollkopfgeier haben noch nicht einmal wir im Zoo. Sehr gut. Jetzt kommt bestimmt die Quest. Wir brauchen einen zweiten. Unser Geier scheint sich ja gut eingelebt zu haben. Ja, aber findest du nicht, dass er etwas einsam wirkt?
Ich weiß, Wollkopfgeier sind nicht die geselligsten Vögel, aber ich habe schon öfter beobachtet, wie Pärchen gemeinsam jagen. Vielleicht hatte unser Geier auch einen Partner und wurde von ihm getrennt. Oh nein, ich hatte mich so über unseren Geier gefreut. Jetzt bin ich nur traurig. So allein. Ich kann ja mal rumfragen, ob es hier noch irgendwo mehr Wollkopfgeier beschlagnahmt wurden oder zum Verkauf stehen. Ob hier, ja. So, dann soll man den dreimal streicheln, einen zweiten platzieren und eine Schirmakazie. Okay, jetzt gucken wir erstmal, kriegen wir hier überhaupt einen zweiten rein? Natürlich nicht. Aber jetzt. Okay, noch 5 für einen Platz. Gut, das ist gar nicht verkehrt. 3, 2, so, jetzt kriegen wir 3 unter. Und dann können wir die Ecke hier unten mal zubauen. Und ich glaube, so ist das eine gute Sache. So kriegen wir 4 rein und die Lücke hier ist wunderprächtig gefüllt, ne? Drehen wir doch mal ein bisschen das. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht das Gehege. Ich wollte... Hallo? Kann ich vielleicht einfach nur... Hallo? Die Wasserstelle kann ich bewegen. Dann kommst du dahin? Ich will nicht das Gehege bewegen. Ich will... Hallo? Hallo? kann ich? Nö, offensichtlich nicht so. Was ist jetzt los? Okay, offensichtlich nicht so. Naja, dann kann ich das eben nicht bewegen. Dann versuchen wir mal uns hier mit der Streicheleinheit. Hallo? Würdest du bitte mal kurz dich streicheln lassen? Hallo? Setz dich mal hin. So. Hallo? Wollkopfgeier. Also warte, wenn du unten bist, dann... Jetzt haben wir's. Ja, wunderbar. Das ist schön. Dann so... Hä? Tiere? Heute ist alles ein bisschen komisch hier, ne? Savanne. Wir brauchen noch einen zweiten. Ah, da war er schon. Sehr schön. Tada! Sehr gut. Nein, bleib unten. Bleib unten. Danke. So... Wunderprächtig. Warum muss ich jetzt auf einen neuen? Wieso kann ich denn hier mich nicht jetzt? Oha, das Spiel mag mich gerade nicht so richtig, glaube ich. Landen Sie bitte mal. Ja, landen. Landen. Und jetzt nochmal streicheln. Ja, das hat gezählt. Gott sei Dank. Und dann gucken wir, ob wir hier in den Puzzleteilen noch so eine Schirmakazie drin haben. Ja, oh, was ist denn hier heute los? Vollenden, ja, machen wir jetzt einfach mal. Und dann kommt die hier hin. Und dann ist die Quest fertig. Es sieht fast so aus, als würden die Wollkopfgeier sich kennen. Ja, vielleicht sind die beiden ja wirklich von Wilderern erwischt und getrennt worden. Hauptsache, sie sind wieder zusammen und glücklich. Sehr gut. Ha, jetzt kommt das zweite Tierchen. Guck mal, wie die Wollkopfgeier im Gehege kreisen. Da kommen wohl Frühlingsgefühle auf. Ja nein. Ich meine, was hast du gesagt? Scheinbar nicht nur bei den Geiern. Ich sehe doch, wie du nur auf unseren guten Derek da hinten starrst. Er, ich weiß nicht, wovon du sprichst, wird rot. Schon gut, ich sag nichts. Aber wo die Geier schon so ein Balzverhalten an den Tag legen, meinst du nicht, dass es vielleicht gut wäre, da eine Zucht zu ermöglichen? Oh ja, prima Idee. Okay. Ja. Dann machen wir das. Nee, haben wir nicht auf Vorrat, auf Lager. Ich glaube aber, ich habe auch keinen Stall, den ich vervollständigen kann. Da müssen wir uns von drüben einen holen, also aus dem Hauptzoo. Weil die tausche ich ganz gern ein. Beziehungsweise bin ich da mal so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich die als Deko nutze, einfach nur, weil ich befürchte,
Oh, wir könnten schon so einen Mosaikweg hier machen. Machen wir mal, ja? Gut. Und wenn wir schon mal hier sind, ne? Nee, haben wir tatsächlich nicht. Okay, dann müssen wir uns aus dem Hauptzoo einen holen. Das sollte ja kein Problem sein. So, sehr schön. Und ich hatte hier aber eigentlich noch eine andere Quest. Genau, ich soll hier eine Lucy beschäftigen. Das können wir natürlich gern mal machen. Und zwar haben wir hier eine 7 Tage gratis Lucy. Oh nein, jetzt habe ich geklickt. Jetzt komme ich mir ganz schön doof vor. Okay. Ich bin so froh, dass meine Britta endlich das schöne Gehege hat, das sie verdient. Der hat ja eine rauchige Stimme. Entschuldigung. ist echt schön geworden. Da wird man ja fast neidisch. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, diese Eröffnungsfete zu schmeißen. Komm, Johnny, Averia, lass uns dafür sorgen, dass der Park strahlt und dass wir reichlich Gäste für die Feier haben. Übernimmst du die Einladung, Johnny? Oh. So, den Zoo habe 4 Stufe 2 Savannentierarten. Eine habe ich. Sammle 50 Müll. Ja, das kriegen wir auch hin. Oha, haben wir ja richtig was zu tun, ne? So, das heißt, die können wir züchten. Hier haben wir ja sowieso schon, warte mal, Bertha oder wie hieß sie? Na, egal. drin. Und dann müssen wir noch eine Tierart hier einziehen lassen. Und da können wir doch mal gucken. Tiere. Hatten wir nicht noch ein Tier freigeschaltet gekriegt? Nee, warte mal. Das war, glaube ich, in der Steppe, ne? Oder waren das schon die hier? Nee. Saiga-Antilope. Ja. Da kommt noch ein bisschen was. Okay. Ich werde mir was überlegen. Also die werde ich auf jeden Fall in die Zucht werfen. Das ist schon, ne? Stufe 2 ist, weil ich könnte es jetzt auch einfach platzieren. Das ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Aber wozu? Ne? Wäre ja schade drum. Dann können wir es auch wirklich gleich sinnvoll nutzen. Ja, dann werde ich mal gucken, dass ich hier noch ein bisschen weiter ausbaue. Freigekauft habe ich mir ja schon das ein oder andere Stückchen Land. Ne? Also das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Ne, dass wir uns hier in die Richtungen auch wirklich ausbreiten können. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie weit das hier bis zur nächsten Folge fortgeschritten ist. Wenn nicht, beschäftigen wir uns mit anderen Dingen. Für diese Folge komme ich zum Ende. Wir haben die Wollkopfgeier bei uns im Zoo. Und das ist ja mal mega schön. Die sehen schon lustig aus, die kleinen Knötchen, oder? Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dahin, macht es gut. Tschüss.